Der Aufstieg in die dritte Liga ist das erklärte Saisonziel der Fußballer von RB Leipzig. Bisher läuft alles nach Plan. Die Roten Bullen stehen auf dem ersten Platz der Regionalliga. Dennoch sind die Verantwortlichen in der Winterpause auf dem Transfermarkt tätig geworden. Mit Roman Wallner, Niklas Hoheneder sowie Thomas Visio verstärken gleich drei neue Spieler die Leipziger. Sowohl Peter Parkholt als auch ich machen uns die ganze Saison Gedanken, was wir innerhalb der Mannschaft verändern können, wo wir noch Alternativen benötigen innerhalb des Kaders. Der Konkurrenzkampf wird etwas größer sein als in der Vergangenheit, aber deswegen ist jeder auch Profifußballer geworden, weil er die Konkurrenz ja logischerweise auch haben muss und haben soll. Ich hoffe, dass wir leistungsstärker geworden sind. Davon gehen wir eigentlich aus. Wir haben uns genau auf den Positionen verändert, verstärkt, wie wir uns das vorgestellt haben. Erster Wunschkandidat von Trainer Peter Parkholt war Roman Wallner. Der österreichische Nationalstürmer kickte bislang beim Erstligisten Red Bull Salzburg. Dort bestach der 29-Jährige durch seine Torgefährlichkeit. Seit 2010 erzielte Wallner in 60 Spielen 26 Tore. Als Rückschritt sieht er seinen Entschluss, nach Leipzig zu gehen, jedoch nicht an. Wenn wir die Ziele erreichen, die der Verein hat, glaube ich, dass uns sicherlich eine darum beneiden werden, den Schritt gemacht zu haben. Weil ich glaube, im Leben oder im Laufe einer Fußballkarriere kriegt man nicht oft eine Chance, irgendwo mitzumachen, wo man was mit aufbauen kann und seinen Teil dazu beitragen kann. Also solche Chancen oder solche Möglichkeiten bekommt man nicht oft im Leben. Neben Wallner verstärkt ab sofort Niklas Hoheneder die Leipziger. Der 1,90 Meter große Innenverteidiger kommt vom Zweitligisten Karlsruher SC. Zwar hat Hoheneder erst ein Training absolviert, dennoch stimmte der erste Eindruck für den 25-Jährigen. Man hat schon gesehen, also der Spielfluss ist da. Und auf jeden Fall kann ich jetzt nach dem ersten Training schon sagen, dass die Mannschaft sicher kein Niveau für eine vierte Liga hat, sondern sicher schon für dritte und zweite Liga. Also das sieht man auf Anhieb, wenn man sich ein bisschen im Fußball ein bisschen auskennt. Und ich werde die nächsten Tage natürlich die Mannschaft besser kennenlernen und wie das System so läuft. Also freue ich mich schon. Dritter Neuzugang ist Abwehrspieler Thomas Visio. Der gebürtige Pole kommt vom griechischen Erstligisten Lythos Ergotelis und trainiert bereits seit über einer Woche bei den Leipzigern. Mit der Verpflichtung reagiert der Verein auf die Achillessehnenverletzung von Umut Kocin.